Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ja, ich habe mich heute für diesen Kran hier entschieden. Und zwar aus dem Grund, weil ich hier versuchen möchte, hier ohne, dass ich das Monster oben lockere, dass ich die drei Marken kriege. Und zwar am besten so, dass ich vielleicht hier so reingreife, dass ich dabei hier die zwei Marken lockere, Minimum, oder vielleicht die gleich mit. Dass wenn er die dann so zusammendrückt an den Köpfen, dass dann die vielleicht hier trotzdem nach rechts rutscht, während die halt noch liegen bleibt. Dass man sozusagen sagen kann, 1, 2, 3, aber indem ich halt hier so reingreife. Vielleicht habe ich sogar beim ersten Griff schon die Marke mit zu lockern, dann kann ich vielleicht sogar ein bisschen nach links und rechts bewegen, je nachdem. Darf nicht vergessen, dass hier so eine leichte Erhöhung ist, dass sie nicht gleich drüber rutschen. Aber wenn, wenn eine Marke dagegen schiebt, dann vielleicht. Dann gucken wir einfach mal. Na, ob ich die links treffe. Na, okay, ich habe sie getroffen, das hat sich nicht, ja, leider. Okay, wenn also beide festhält, natürlich doppelt gut. Okay, das war richtig gut sogar. Okay. Wäre natürlich wirklich schöner gewesen, wenn er sie gelockert hätte. Dann hätte ich nämlich jetzt ein bisschen mit dem Restbewegung arbeiten können. Oder zumindest, wenn sie gelockert wäre, wäre es eben beide nach rechts. Weil ich glaube, wenn ich jetzt versuche, da nach links zu gehen, ich muss gucken, dass ich das Monster nicht berühre. Weil sonst landet sie oben drauf und habe ich überhaupt keine Chance, das zu bekommen. Na, das war ganz knapp. Bitte, 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 bitte. Okay, alles klar. Gut, dann hat es sogar noch besser geklappt als gedacht. Ich meine, die dürfte ja wohl festhalten, hoffentlich. Okay, vor allem, dass man die Marke hier nicht gelockert dabei, gell? Gefällt mir ja sehr gut. Das hat sogar richtig gut geklappt. Also ich hätte nicht gedacht, dass die beiden Marken festhalten kann, absolut nicht. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Glück, wie sie sich in der Mitte verkeilt haben. Weil das Schwierige ist ja, wenn man zwei Marken greift und er lässt sie fallen, dass die in der Mitte sich halt nicht, also nicht so gut berühren, dass die halt dabei nach unten rutschen und deswegen hält es nicht fest. Aber hier hat sich das so ein bisschen verkeilt, dass das Ganze natürlich super gut geklappt hat. Wenn auch unverhofft, aber unverhofft kommt ja auch manchmal oft. Und besonders gut, wenn es dann halt noch sogar vom Vorteil ist. Dann gehen wir mal zum Training. Ja, genau. Hier ist unser Trainingskartspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, üben ist natürlich die Antwort auf diese Frage von diesem Kran. Nein, nicht wirklich. Ihr wisst ja, Bombenkräne. Und gerade so wie das hier aufgebaut ist, natürlich doppelt toll, weil man hier keine Bombe hinwerfen kann. Ich könnte gucken, dass ich hier eine Bombe hinwerfe, dass zumindest, wie gesagt, erstmal alles gelockert wird. Vielleicht fallen ja zumindest mal die zwei runter. Und da muss man natürlich am Ende gucken, wie die Marken halt liegen, ja. Ich habe eigentlich irgendwie, ehrlich gesagt, keine großartige Lust, mich... Okay, das war sogar ein guter Wurf, okay. Ich habe ehrlich gesagt keine großartige Lust, mich über Bombenkräne Gedanken zu machen, weil der Ausgang ist ja immer anders. Ja, das war zum Beispiel kein guter Wurf. Aber hier hinten hinzuwerfen macht natürlich auch nicht viel Sinn. Gut, dann versuchen wir mal links in die Mitte, hier rein. Na, zumindest ich einmal drüber gekullert. Und ja, nun, gut, dann gehe ich ganz nach links. Ist vielleicht ein Fehler, weil er dann einfach nur gegen die andere Marke stößt. Aber gut, er wirft sich gleich wieder runter. Das ist also die Sache, diese Art von Bombenkränen sind ja eigentlich so, ja, 4-5 Runden Kräne. Aber ihr wisst ja selbst, wenn man dann mal 5 Runden hat oder 4, meistens 4 als 5, dann traut man sich nicht so wirklich diesen Kran zu spielen. Wenn man nämlich einen Bombenwurf versemmelt, wie man es ja eben gerade gesehen hat, dann klappt es natürlich nicht so gut. Und selbst wenn ich dann beim nächsten Mal hier dann direkt da reinwerfe, ist nie garantiert, okay, blauer Bonus, ist nie garantiert, dass, ja, dass die Marken dann auch so fliegen, so wie hier, gell? Je nachdem, ob die Bombe ein bisschen links, ein bisschen rechts rutscht, wie die Marken halt sich vorher berühren und dann fliegen. Ich habe es, glaube ich, schon 1000 Mal gesagt hier bei den, bei den Bombenkränen, dass es immer ein bisschen Zufall ist. Aber dann gucken wir mal, was ich mit der einen Runde mache. So, ja, es gibt eigentlich überhaupt keinen Kran, den man mit einer Runde spielen kann, aber das Spiel stehen hier. Ich könnte natürlich auch sagen, ich spiele ganz gemütlich hier jetzt, dass ich mir diese Marke hole. Aber ich glaube sogar zu wissen, dass wenn man die Marke hier greift, dass sie beim Rübergehen hier die sowieso mit runterwirft. Deswegen würde ich dann doch eher gucken, dass ich vielleicht an die hier dran komme. Vielleicht fällt sie auch hier zwischen runter, kann natürlich sein. Wenn nicht, auch egal. Ich habe ja heute was komplett, weil ich eigentlich in 3 Runden machen wollte. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich die Marke hier verhält. Na, ist auch vielleicht nicht so toll. Nee. Das war überhaupt nicht gut, nee. Ich hätte ein bisschen warten sollen oder ein bisschen früher loslassen sollen. Weil je nachdem, ob die Marke halt dann vorher runterfällt, dass man sie dann halt hier greift. Weil wenn sie hier oben liegt, habt ihr ja gerade gesehen. Außerdem zu weit weg und deshalb hat man eher in die Marke reingegriffen. Aber gut, immerhin. Das Schöne ja bei dem Kran ist ja speziell, wenn man sagen kann, wenn man den mal wirklich spielen möchte. Man könnte vielleicht auch gucken, dass man hier in die Mitte greift. Dass man halt hier die beiden Marken wie bei den anderen beiden, dass man die so in der Mitte zusammendrückt, dass sie zumindest gelockert sind. Und dass dann die vielleicht dabei runterrutscht, während die gelockert ist.
Und dann könnte man ein bisschen mit links und rechts Bewegung arbeiten, dass sie ein bisschen in die Mitte rutscht. Dann könnte man sie direkt greifen. Also hier ist eigentlich nicht unbedingt eine schwierige Marke drin. Aber man bräuchte dann für jede mindestens 2 Runden. Und deswegen, ja, sollte man das eher in 2 Runden spielen. Oder dass man vielleicht ein bisschen mit links und rechts Bewegung arbeitet, dass sie hier runterrutscht. Aber dann bleibt eher der Schraubenschlüssel da drin hängen. Aber dann gehen wir auf jeden Fall nochmal in die Sammlung. So, da haben wir das Ganze mit den Feline-Monstern, Feline-Katzen und halt die Monster selber an sich. Und das Schöne an dem Kram war natürlich auch, der wurde vorbereitet, deswegen hab ich ja das Monster bereits gehabt. Und deswegen stört mich es auch nicht, wenn ich mal keinen Kram komplettiere, sofern man halt eine Marke bekommt, die man beim nächsten Mal nicht mehr holen muss, so rum. Ihr wisst ja, wie es ist. Dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also, ja, Bombenkran halt, was soll man dazu sagen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.